Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Motorradtest.de zum Vergleich der Royal Enfield Hunter 350 mit der Royal Enfield Classic 350, zwei Einzylindermaschinen mit sehr viel Ähnlichkeiten. Es gibt ja auch noch eine Meteor 350, die kommt allerdings nicht vor in diesem Vergleich. Ja, die Classic 350 kostet 5090 Euro und die Hunter nur 4490 Euro. Ich hoffe, die Preise stimmen noch. Ja, ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Vergleich der beiden Royal Enfields und schon geht das los. So, wir starten wie immer mit den Abmessungen und der Sitzergonomie. Die Hunter hier links zu sehen hat eine durchgehende Sitzbank und die Classic hat eigentlich nur einen Einzelsitz, also einen Sattel für den Fahrer. Der Sozius-Sitz ist hier bei dieser Testmaschine angebracht, ist aber Zubehör. Ja, die Classic ist 2,14 lang, Radstand 1,39, Sitzhöhe 805 mm, Gewicht 195 kg und die Hunter ist gleich lang, gleicher Radstand. Nur die Sitzhöhe ist geringer, etwas geringer, 790 mm und die Maschine ist 2 kg schwerer. Woran das liegen mag, weiß ich auch nicht. Ja, hier seht ihr den Sozius-Betrieb. Wie gesagt, bei der Classic ist das quasi ein Feature. Ich, ehrlich gesagt, finde die Classic ja nur mit dem Einzelsitz wesentlich schöner, aber das ist letztendlich Geschmackssache. Ja, die Ähnlichkeiten setzen sich dann gleich fort bei den Bedienelementen und beim Cockpit. Die Schalter hier rechts und links sind ja identisch, ich wollte gerade sagen nahezu, nein, sie sind identisch. Die Cockpits unterscheiden sich ein klein bisschen, die Classic ist halt ein bisschen klassischer noch, bei der Hunter ist das hier alles integriert in einem Rundinstrument. Bei der Classic haben wir die LC-Anzeige ein bisschen nach unten gerutscht und auch das Zündschloss ist hier ein bisschen anders positioniert. Aber beide Maschinen sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr einfach ausgelegt. Es gibt hier keine technischen Helferlein. ABS ist an Bord, ansonsten gibt es nichts, so wie es sein soll. Ihr habt wahrscheinlich schon häufig gelesen und vielleicht auch gesehen, dass es für beide Maschinen eine Turn-by-Turn-Navigation gibt. Die zeigen wir hier mal. Das ist allerdings gerade die Meteor. Da ist es nämlich in Serie dabei. Dieses Feature, diese Navigation, könnt ihr bei den hier getesteten Maschinen dazu buchen. Ja, dann schauen wir uns mal die Lichtanlagen an der beiden Probanden. Links wieder die Hunter, rechts die Classic. Das ist übrigens immer so in diesem gesamten Video. Beide Maschinen haben selbstverständlich keine LED-Technik. So muss das sein. Beide Maschinen haben Halogenscheinwerfer und auch die Blinker müssen hier mit der klassischen Glühbirnentechnik auskommen. Die Classic hat hier ganz neckisch noch zwei Standlichter und hinten haben wir dann LED. Ja, sieht fast identisch aus. Finde ich sehr schick und beides sehr schön auf Retro. Ja, die Ähnlichkeiten setzen sich fort beim Motor. Hier gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Das ist einfach praktisch der gleiche Motor, ein Einzylinder, Viertakter mit 349 Kubik Luftöl gekühlt, leistet jeweils 20 PS und 27 Newtonmeter. Die Classic, ja, soll angeblich ein bisschen schneller sein, 120 statt 114 bei der Hunter, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist das eher ja, eine Messungenauigkeit. Auch die Reichweite, Tankinhalt, Verbrauch, das ist alles gleich. Beide Maschinen haben ein Fünfganggetriebe, natürlich mit Kettenantrieb. Also hier gibt es wirklich überhaupt gar keine Unterschiede, lediglich in der Form des Tanks und natürlich in der Optik kann man die beiden Maschinen voneinander auseinanderhalten. Ja, hier nochmal die gleichen Werte. 13 Liter Tankverbrauch, sensationell gering, 2,6 Liter. Deshalb eine herrliche Reichweite von knapp 500 Kilometern. Wunderbar. Ja, und wie die Motoren klingen, beide, das hören wir uns jetzt mal im Vergleich an. Wir starten mit der Classic. So, Freunde, wir starten auch hier zur obligatorischen Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Royal Enfield Classic 350. Ah.
der Bock steigt. Oh, der hat ja sogar einen Drehzahlbegrenzer, habe ich gerade gemerkt. Ist das herrlich. Von 0 auf 100, ja, geschafft. Man kann sich dabei noch ruhig unterhalten. Da bleibt einem nicht so die Luft weg, wie bei den anderen kleinen Monstermaschinen. Herrlich, herrlich, Leute. So, 0 auf 100 auf der Royal Enfield Hunter 350. Mal schauen, ob ich das schaffe, wie lange ich brauche. Die Maschine fährt ja nur maximal 114, also es könnte ein bisschen eng werden. Aber wir schauen mal. 3, 2, 1, ab geht's los, das Ding. Vierter Gang. Und 100, jawohl, klappt doch. So, liebe Leute, jetzt sind Volker und ich die Royal Enfield Classic 350 hier durch Schleswig-Holstein. Gemächlich. Genau. Haben wir sie ausgefahren und wollen euch mal unsere Fahreindrücke schildern. Volker, fang du mal an. Also es ist so ein bisschen zurück in eine andere Zeit, finde ich. Mhm. Und das aber positiv gesehen, weil es ist so ein Fahrzeug, was sehr gelassen macht einfach. Ja. Da vermisst man auch keinen Quickshifter, wo man in Zehntelsekunden die Gänge reinhacken muss. Nee. Sondern da ist es noch fast so ein bisschen sinnlich, das Schalten. Mhm. Das Getriebe schaltet übrigens richtig gut. Ja. Auch man kann wunderbar geräuschlos schalten. Auch ohne Schaltwippe, ne? Das war ja bei der Meteor so ein bisschen komisch. Da muss man sich also dran gewöhnen. Das ist ja hier klassisch. Genau, finde ich sehr angenehm. Mhm. Und es ist sowieso alles. Also mancher macht vielleicht denken, das Ding kommt aus Indien, aber das ist überhaupt kein Nachteil in dem, also jedenfalls nicht in dem konkreten Fall hier, weil die ist relativ gut verarbeitet, finde ich. Und solide, ne? Und solide vor allem. Das ist das, was auch immer sofort hervorsticht. Also wenn man sich alleine mal diesen Bügel hier anschaut, wo nochmal das Schutzblech, das muss man ja schon fast Kochtopfstahl nennen hier, das ist, also es ist alles unheimlich solide ausgeführt. Ja. Auch die Aufhängung der Fußrasten, da könnte man schon fast denken, der ganze Vogel ist hier beiwagentauglich. Also das ist schon echt irre, ne? Ja. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie auch so die Assoziation zu irgendwelchen alten Militärmotorrädern oder so. Ne? Also das hört sich jetzt ein bisschen kacke an, gerade in diesen Zeiten. Vielleicht so eine alte Maiko oder sowas? Oder? Ja, ich weiß nicht. Also jetzt so vor allem von der Optik, aber das ist, glaube ich, liegt auch daran, dass sie so solide gemacht ist. Ne? Und sie fährt sich auch, das finde ich echt toll, muss ich sagen, sie fährt sich richtig gut. Ja. Also, und zwar wirklich im Sinne von gut, nicht im Sinne von Retro, okay, irgendwie nehmen wir mal Rücksicht, sondern sie fährt sich sehr angenehm. Man kann sich gesehen, wirklich, auch wenn man so in die Kurven geht, die fällt von alleine. Ja, ne? Bremsen sind toll. Ja. Hier dieses Sitzpolster ist super bequem. Selbst, ich meine gut, sie hat 20 PS, ne? Klar, muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Da erwartet man aber auch nichts Tolles, ne? Nee. Kommen Sie vorbei? Kommen Sie durch? Sieht gut aus. Guten Tag. Schnittig, der Mann. Okay. Egal. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Also sie fährt sich nicht sportlich, wollen wir nicht übertreiben, aber man kann, wenn man irgendwie so in so ein, man kommt in so ein Flow. Genau, weißt du, so, man erwartet ja auch nicht, dass das Ding sportlich fährt. Nein, ne? Und auch die Kurvenlage, das ist alles stabil. Ich finde, man ist so, man kommt in so eine Ruhephase fast schon rein. Ja. Ne? Man fährt so ganz ruhig und beschwingt. Ne? Ja. Ich fand das vorhin, habe ich mal bei meiner Probefahrt auch schon erzählt, als du bist ja die ganze Zeit hinter mir hergefahren. Ja. Das sieht einfach auch total geil aus. Weißt du, du sitzt so wie irgendwie, mir kann niemand was anhaben. Ich fahre die Royal Enfield Classic 350. So irgendwie. Ne? Ja, das Ding ist, du kannst dagegen treten, wenn du willst. Ja, die geht auch nicht kaputt. Speichenräder. Wie gesagt, gute Bremsen auch, wirklich, ist mir echt positiv aufgefallen. Und eben auch, was die Bedienung angeht, na klar, hier gibt es keinen Schnickschnack, insofern ist natürlich auch die Bedienung mega einfach. Ich finde das eigentlich auch ganz gut so, für mich ist das angenehm. Es gibt keine Bedienung im Grunde genommen, man fährt los und fertig, ne? So. Genau. Das Einzige, was man sich noch erinnern muss, ist der Blinker und das war's. Ja, das kriege ich noch gerade hin. Richtig schönes Ding. Nee, vor allem, es ist wirklich, also ich habe erst gedacht, oh, was soll schon da passieren, ja, ne? Und jetzt so nach dieser ganzen Fahrerei denke ich, cooles geil, Gerät. Ja, ja. Ja. Also ich könnte mir sowas tatsächlich selber in den Schuppen stellen. Ja, ich glaube, dass viele Leute und natürlich auch fahren. Viele Leute sowas auch gerne als Zweitmotorrad sich kaufen, ne? Weil sie vielleicht dann doch auch die Technikaffineren sagen, naja komm, es muss schon eine Streetfighter, muss schon irgendwo rumstehen. Aber das ist halt so ein Ding, wenn man mal nicht ballern will, sondern wenn man mal so Chili. Den Nanga Parbat. Ja, oh, ne? Herrlich. Also ich stehe total drauf. Ich finde die klasse. Ich finde die auch richtig geil. Gut. Ja, wir sind jetzt hier beide ein bisschen durch die Gegend gekachelt mit der Royal Enfield Hunter 350 und wollen euch mal wieder so unsere Eindrücke schildern.
Markus, erzähl doch mal, wie findest du die Maschine? Was ist dir aufgefallen? Aufgefallen ist mir, sie ist einfach, sie ist schlicht, sie ist puristisch, sie ist leicht, mhm. sie verbraucht wenig. Mhm. Und ich finde, sie klingt ganz geil, wenn man Gas gibt. Das stimmt. Ja, das ist im Grunde genommen... Das ist eigentlich meine Zusammenfassung. Ja, finde ich eigentlich auch ziemlich treffend. Und ich habe auch überlegt, ob wir nochmal so ein bisschen einen Vergleich zur Meteor oder auch zur... wie hieß die andere nochmal? Zur Classic 350. Da gibt es nicht so viele Unterschiede, um ehrlich zu sein. Ähnlich, ne? Also Motor und Fahrleistung sowieso. Ich meine, Fahrleistung, klar, muss man ganz klar sagen, gibt es einfach nicht. Ne? Also es ist ja... Ach, ich finde es aber nicht so schlimm. Es kommt immer drauf an, ne? Wenn du richtig kacheln willst, dann... Ja. Nee. Kaufst du dir kein 20 PS Motorrad, das ist ja klar, aber das braucht man eigentlich auch nicht weiter zu erwähnen. Nee. Ansonsten finde ich es aber, also macht schon trotzdem Spaß. Ja, natürlich macht es Spaß. Ich glaube aber, ich habe bei den Kommentaren zu den anderen 350ern, da war schon der eine oder andere, der gesagt hat, Leute, das ist cool, ja, es macht Spaß, aber ihr müsst euch wirklich im Klaren sein, es ist wie ein 125er, bisschen mehr. Aber so ist es eben auch. Ja. Ne? Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Und also ich, für mich wäre das als Erstmotorrad nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach, weil es mir zu wenig Leistung ist. Mhm. Als Zweitmotorrad, ja, schon viel geiler. Und wahrscheinlich ist das auch so, wenn man die im Stall hat, da wird man die auch ganz häufig rausholen. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja, ja. Weil man halt so 90% der Fahrten gar keine Leistung braucht. Und das ist natürlich geil. Ne? Genau, und das ist das, ich glaube, das habe ich auch in meiner Probefahrt schon gesagt. Das ist was, glaube ich, für Leute, die einfach nach Feierabend nochmal schnell um Block fahren, auf einen Kaffee, auf ein Eis, was weiß ich. Also da reicht sowas eigentlich. Ja, genau. Und wenn du wirklich sportlich fahren willst, dann kaufst du dir keine 20 PS. Nee, das ist halt das stimmt so. Schon. Genau. Aber ansonsten ist sie echt gut gemacht. Ne? Einfach, klar, hier gibt es nichts, was irgendwie herausragend finde ist. Finde ich technisch. Aber gerade gut. Also das genau, finde ich auch. Und einfach heißt ja auch nicht schlecht. Einfach heißt einfach. Und es ist wirklich eine gut zusammengeschusterte Kiste. Ne? Also touristisch. Und ich finde, sie sieht aber auch gut aus. Ne? Ja. Das ist jetzt natürlich sowieso immer Geschmackssache, aber das machen die bei Royal Enfield ja ganz gut, finde ich. Also es ist durchaus hübsch. Und nochmal zum springenden Punkt zurück. Diese Maschine kostet 4.500 Euro. Ne? So, und da kriegst du bei BMW kriegst du dafür einen Koffersatz so ungefähr. Ne? Ein bisschen übertrieben. Aber also das ist echt ein Hammerpreis. Ne? Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum vielleicht viele sagen, naja, da kann ich auch nichts falsch machen. Ne? Also selbst wenn ich die kaufe und ich stelle irgendwie fest, war jetzt doch nicht so toll. Meine Güte. Ne? Vielleicht auch ganz schön so zum Einstieg. Ne? Wenn man sagt, Mensch, ich will mal so ein bisschen gucken, ob das was ist. Ja, genau. Einstieg oder auch Wiedereinstieg. Ne? Vielleicht Leute, die irgendwie früher gefahren sind und jetzt irgendwie 20 Jahre nicht gefahren sind und sagen, ich habe mal wieder Bock, aber ich will mich jetzt nicht auf so eine 100 PS Rakete setzen. Einstieg, Wiedereinstieg oder auch Ausstieg, wenn man dann mit 90 sagt, so okay, jetzt war's. Die 1200, da kann ich doch nicht mehr halten. Nee, genau. Dann ist das doch vielleicht auch was. Das letzte Motorrad. Also Einstieg, Wiedereinstieg und Ausstieg. Genau. Die Maschine deckt alles ab. Genau. Es gibt unheimlich viele Nutzungsszenarien für die Royfield Hunter 350. So, Leute, das war's auch schon fast mit diesem Vergleich. Wir düsen hier nochmal ein bisschen durch die Gegend mit beiden Maschinen. Links wieder die Hunter, rechts die Classic. Und ja, ich denke, ihr habt es im Laufe des Videos mitbekommen. Es gibt praktisch keine Unterschiede bei diesen beiden Maschinen. Insofern wundert es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass es hier so einen doch spürbaren Preisunterschied gibt. Wie gesagt, die Hunter kostet nur 4.500 Euro. Und die Classic 350 knapp über 5.000 Euro. Ich hoffe, die Preise stimmen noch. Das ändert sich ja in letzter Zeit quasi täglich. Also zum Stand des Videos hier 600 Euro Preisunterschied. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Wobei man sich mich jetzt hier nicht beschweren möchte. Beide Maschinen sind ja sensationell günstig. Aber die Classic, wie gesagt, 600 Euro teurer. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was das soll. Aber egal. Ja, Fazit des Tests. Für wen eignet sich welche Maschine? Ja, beide Maschinen, da sie ja quasi gleich sind, kann man wunderbar allein nach der Optik auswählen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich stehe mehr auf Retro-Bikes, dann werdet ihr sicherlich zur Classic greifen. Und wenn ihr sagt, ja, es ist mir ein bisschen zu viel des Guten hier mit dieser ganzen Retro-Geschichte, ich will eigentlich ein normales Naked-Bike haben, ohne viel Schnickschnack, dann ist wahrscheinlich die Hunter 350 für euch die bessere Alternative. Wir haben mit beiden Maschinen extrem viel Spaß, auch wenn sie natürlich leistungsmäßig nicht so dolle sind. Das macht aber nichts. Es bringt wirklich extrem Spaß, mit beiden durch die Gegend zu höckern. Ja, das war's mit diesem Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Vielleicht abonniert ihr auch unseren Kanal. Damit sagen wir Tschüssinger, macht's gut, bis bald.